Warum ist die Banane krumm und was macht Schwefelsäure in der Bananenmilch? Das stinkt. Sebastian zeigt, wie viel echte Banane in die Milch kommt. Das war's. Das reicht. Mehr kommt da nicht rein. Und welche Zusätze sonst noch im Drink schlummern? Oh, 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 Banana Joe. Absoluter Klassiker, oder? Eine Bananenmilch. Sie gehören zu den bekanntesten Milchmischgetränken. Banane, eine der beliebtesten Geschmacksrichtungen. Schüttelfeuer, Milchdrink. Typ Banane. Übersetzt gleich, die Banane hat einen kurzen Boxenstopp gemacht, ist dann aber weitergefahren und liegt jetzt in der Obst- und Gemüseabteilung. Auf den ersten Blick suggerieren die Drinks echten Bananengeschmack. Sebastian Lege packt aus. Das riecht doch nicht wirklich nach einer Banane. Hier, Kollege Original. Nee. Nee. Überhaupt nicht. Tja, leicht gelblich. Hier, der Klassiker. Ach, guck mal. Die ist noch künstlich gelb. Ja. Dieser Nachgeschmack, der einen so durch die Nase strömt, ne? Boah, das ist so unnatürlich. Ja. Geschmacklich überzeugen die Bananenmilchdrinks nicht. Sebastian Lege findet den Grund in der Zutatenliste. Färbendes Lebensmittel, Safflorextrakt. Also wird noch ein bisschen mit Farbe nachgeholfen, damit man sich Banane spart. Vitaminzusätze sind auch enthalten. Vitamin B1, Vitamin B2, ach hier, Riboflavin. Damit wird auch gefärbt. Ein Vitamin, was Farbe abgibt. Sind zwei Fliegen mit einer Klappe geschlagen. Die pfiffigen kleinen Produktentwickler. Tatsächlich stecken in den meisten Produkten Farbstoffe wie Safflor oder Paprikaölextrakt, aber auch Vitamine, zum Beispiel Thiamin. Außerdem sind die Drinks wochenlang haltbar. Viel Banane enthalten sie jedoch nicht. Molkeerzeugnis, modifizierte Stärke, Bananenpüree. Bananenpüree 0,02%. Wie viel Banane ist denn das? So? Ja, noch nicht mal. Die meisten Produkte tragen neben dem Titel Milchdrink zusätzliche Bezeichnungen wie Typ Banane oder Bananengeschmack. Wenn ich auf einem Lebensmittel die Ausdrücke Typ Banane oder Bananengeschmack finde, dann sollte ich als Verbraucher schon davon ausgehen, dass da fast keine Banane enthalten ist. Denn streng genommen muss noch nicht mal Banane drin sein. Sie schmecken ein bisschen so, aber dieser Geschmack kommt häufig aus Aroma. Wenn ich einen Bananendrink kaufe, dann muss auch wirklich Banane enthalten sein. Aber auch diese Mengen sind meistens sehr gering, denn es gibt keine Vorgabe, wie viel Banane genau muss da drin stecken. Die Milchdrinks aus Sebastian Leges Stichprobe enthalten viel Bananengeschmack, aber wenig echte Frucht. Im Schnitt gerade einmal 0,5%. Die No-Name-Produkte kosten allesamt 99 Cent. Erstaunlich, gerade das Markenprodukt von Müller ist das teuerste, mit dem geringsten Anteil Bananenpüree. Und wie man so eine fertige Bananenmilch herstellt, zeige ich euch jetzt. Hey, eine Bananenmilch ist doch das Einfachste der Welt, oder? Für so eine Typ-Bananenmilch mit 0,1% Banane, die ja auch 8 Wochen haltbar ist, geht es auf alle Fälle mit Milch los. Aber das war schon mal beruhigend. Für die Industrie-Bananenmilch braucht Sebastian Lege fast 10 Zutaten. Da würde jeder Gorilla schreiend aus dem Dschungel rennen, wenn ich ihm diese Bananenmilch bringen würde. Zunächst gibt der Produktentwickler Zucker in die Milch für die unverwechselbare Süße. Dann folgt Molkenerzeugnis. Das kann auch wirklich echt alles sein. Ein Molkeerzeugnis, ja, ist verwandt mit der Kuh, aber 5. Grades. Molkenerzeugnis ist ein Beiprodukt der Käseherstellung. Das Pulver streckt die Milch, eine Masche, mit der sich bares Geld sparen lässt. Dann Stärke.
Weil wir wollen, dass es ja cremig schmeckt, als ob da frische Bananen drin wären. Weil eine natürliche Banane hat natürlich die Stärke und gibt uns diese Cremigkeit von ganz alleine. Sebastian Lege gibt aus Rotalgen extrahiertes Carrageen dazu. Das bindet die Milch und macht sie länger haltbar. Bananenmilch soll natürlich nach Banane schmecken. Hier, echtes Bananenpüree. Kein Fake. Und? Das war's. Das reicht. Mehr kommt da nicht rein. Bereits so wenig Banane genügt, um es auf der Zutatenliste erscheinen zu lassen. Bananenmilch, ich mag das gar nicht so nennen. Fehlt aber noch was. Wenn der Deckel umgedreht wird, dann soll das ja riechen wie bei so einer Dschungelexpedition, oder? Deswegen wird der Geschmack gleich noch ein bisschen gepippt. Zunächst kocht Sebastian Lege das Milchgemisch auf. Man kann auch schon sehen, der Binder funktioniert wunderbar. Die Stärke verkleistert, das Carrageen geliert. So, der erste Ansatz ist fertig. Oh, schon schön cremig, ne? Und jetzt wird's kompliziert. Ich mache mir mein Bananenaroma selbst. Pass auf. Natürliche Aromen können mehrere hundert Bestandteile haben. Die Industrie hat herausgefunden, wie sie günstig aus nur wenigen Hauptbestandteilen künstliche Aromen nachbilden kann. Und jetzt gibt's Bananenaroma. Hier, genau da drin. Banane? Das ist gar nicht so ungefährlich. Sieht gut aus, ne? So, Handschuhe. Es geht los. Pentanol. Pentanol ist ein Alkohol. Er wird als Lösungsmittel bei der Aromaherstellung eingesetzt. Schwefelsäure? Boah, wo ist das denn? Oh, jetzt suche ich die Essigsäure. Ha, da ist ja welche. So. Haben die damit wieder das Bad geputzt, ne? Mann, Mann, Mann. Essigsäure? Essigsäure ist eine farblose und ätzende Flüssigkeit. Sie ist auch ein beliebtes Haushaltsmittel zum Würzen oder Konservieren. So, perfekt. Und jetzt brauchen wir Schwefelsäure. Oder es stinkt. Und noch ein. Schwefelsäure ist für ihren fauligen Geruch bekannt. Das mischen wir noch mal gut durch. Sie ist eine der stärksten Säuren, wirkt ätzend und ist deshalb äußerst gefährlich. Alle Zutaten sind miteinander vermischt. Jetzt brauchen wir nur noch ein bisschen Hitze, damit diese Stoffe miteinander reagieren und daraus dann das Aroma entsteht. Burn, Motherfucker, burn. Vereinfacht gesagt führt Schwefelsäure als Katalysator dazu, dass die Essigsäure leichter mit dem Alkohol reagiert. Unter Hitzeeinwirkung verbinden sich die Atome von Alkohol und Essigsäure. Wasser koppelt sich ab und es kommt zu einem neuen Stoff, Essigsäure-Isopentylester. Es gehört zur Gruppe der Carbonsäureester. Das sind organische Verbindungen. Sie kommen in Fett, Ölen und vor allem in Früchten vor und geben ihnen den typischen Fruchtgeschmack. Essigsäure-Isopentylester ist der Hauptbestandteil von Bananenaroma. Das Aroma, dieses hier, ist schon auf Dextrose, damit es rieselfähig ist. Volle Powerbanane rein. Jetzt kommen die Vitamine. Die würden ja beim Kochprozess komplett flöten gehen. Deswegen werden sie bei niedriger Temperatur zugefügt, damit sie auch erhalten bleiben und später auf der Zutatenliste landen. Also, Vitamin B6. Hersteller wissen ganz genau, wie sie ihren Produkten mit wenig Aufwand einen gesunden Anstrich verpassen. Eine homöopathische Menge, ne? Man darf nicht denken, wenn man Vitamine liest, dass man gleich sagt, wow, das vitalisiert mich total. Sebastian Lege fügt Thiamin und Vitamin B2 hinzu. Vitamin B2 wird auch Riboflavin genannt und spielt beim Stoffwechsel eine Rolle. Riboflavin ist nicht nur ein tolles Vitamin, was man auf die Zutatenliste schreiben kann. Nein, es gibt auch wunderbare Farbe. Bananen sind ja gelb. Und deswegen muss die Milch ja auch gelb sein. Mein Gott, ja, wirklich.
Unser Körper ist auf verschiedene Vitamine angewiesen. Bei einer ausgewogenen, vielseitigen Ernährung, die sich aus möglichst vielen natürlichen Quellen zusammensetzt, sind wir mit allen Vitaminen ausreichend abgedeckt. Vitaminzusätze in Lebensmitteln oder Vitaminzusätze als Supplement sind nicht notwendig. Umrühren. Jetzt kommt Buttermilch. Noch ein bisschen Säure. Ja, da ist sie. Die Bananenmilch. Hier. Die Liegemilch. Aufmachen. Einfüllen. Eine Bananenmilch, fast ohne Banane. Mit weniger Milch und mehr Molke. Und zack, ist unsere Bananenmilch 8 Wochen haltbar, wunderbar cremig und schmeckt sogar nach Banane. Die Liegemilch, ein gestreckter Drink mit vielen Zusätzen. Und Banane aus dem Chemielabor.